Die Befürworter einer großen Koalition schüren vor allen Dingen die Angst vor Neuwahlen. Aber erstens, glaube ich, ist das ein vorgeschobenes Argument, weil es gibt, glaube ich, immer mehr, und die geben es halt nicht zu, die mögen diese große Koalition. Sie haben sich eingerichtet als Juniorpartner der CDU und sie mögen auch die Politik. Zweitens, Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Und drittens, es ist immer noch eine Minderheitsregierung möglich. Merkel hat das nicht mehr ausgeschlossen. Die FDP hat sich auch schon angeboten. Also warum versuchen wir das nicht einfach mal? Und viertens, wenn die SPD in eine Neuwahl gehen würde, wenn sie das erste Mal kandidieren würde als Partei, die nicht Erfüllungsgehilfe der Union ist, wo man die SPD wählt und nicht Merkel bekommt, sondern klare Kante und eine soziale Politik, dann glaube ich, würden auch die Umfragewerte wieder steigen und würden wir auch wieder mehr Menschen überzeugen. Das heißt, keine Angst vor der eigenen Courage haben, denn ansonsten hätten wir auch die Ehe für alle nicht umgesetzt. Oder jetzt, ganz aktuell, hätten wir die Chance, 219a zu streichen. Das wollte die SPD machen. Macht sie jetzt wieder nicht, weil sie schon wieder an die GroKo denkt. Wir sollten endlich sozialdemokratische Politik machen, rot pur machen, mit einer klaren Überzeugung, mit einer klaren Haltung und nicht immer nur auf die Union schielen. No GroKo.